In the previous episodes of Life is Strange. Whoa. It's called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see how she is. I'm so sick of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Und damit herzlich willkommen zu Life is Strange Episode 3 Chaos Theory. Ja, wir haben ja schon im Vorspann gesehen, was in den letzten zwei Episoden passiert ist, für was wir uns entschieden haben. Kurz und knapp. Und jetzt haben wir sogar einen kleinen Mitbewohner, und zwar das Kaninchen von Kate. Dadurch Kate ja im Krankenhaus liegt, muss sich jemand um das kleine Fellknäuel kümmern, und ich hoffe, das klingt uns besser wie bei Lisa. Ja, ich hab's geschafft. Die Pflanze ist, glaube ich, eingegangen. Die sieht sehr braun aus. Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Ich habe gedacht, der kleine Schluck ist zu wenig für den großen Topf, deswegen habe ich sie zweimal gegossen. Okay, einmal hätte anscheinend gereicht. Was mich noch ganz kurz interessiert, wir können ja wieder Fotos machen. Ich glaube, hier haben wir alle gekriegt. Oder? Naja, nicht ganz alle, okay. Doch, das ist jetzt Episode 2, da haben wir 1, 2, 3, 4 nicht bekommen. Und hier brauchen wir echt viele. Das ist bestimmt draußen.
gute Frage. Aquarium, denke ich mal. Statue, das könnte ein Warnschild sein von irgendwas. Mann? Holzfäller oder so? Vogel auf dem Baumstamm oder so? Was ist das denn? Aus wie ein Lageplan oder sowas. Sehr skurril. Ameise mit Feder und ein Pärchen. Vielleicht im Diner. Das könnte im Diner sein. Wir haben eine neue SMS. Das war, glaube ich, Chloe. Hör mal, etwas Merkwürdiges und Gruseliges geht im Blackwell vor sich. Es wird Zeit, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Cool. Ich muss dir was zeigen. Treff mich vorm Campus. Schwing die Hufe und zwar sofort. Ja, ja. Mach mal keine Hektik. Warren? Yo, Max, ich muss dir nur noch mal sagen, wie verdammt toll du heute mit Kate auf dem Dach warst. Ich erstelle dir im 3D-Drucker des Labors ein Superheldenkostüm, okay? Du hast dir ein Abendessen auf meine Kosten verdient, zusammen mit dem Trip zum Planet der Affen. Ruf mich an. Danke, Warren. Mein Umhang muss heute Nacht ruhen. Nathan wurde suspendiert. Heute ist ein guter Tag. Ich rufe dich nachher an, okay? Oh, was haben wir denn hier schon wieder? Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ey, Nutte, Emanzen gehören ausgelöscht. Danke für die Blumen. Meine Mama. Was hat sie denn geschrieben alles? Oh Gott, was ist denn das hier? Das hatten wir schon. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber trink sie auch nicht, Mama. Den Tipp hätte ich eher gebrauchen können. Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir sind so stolz, dass du dieses Mädchen gerettet hast und wir wollen wissen, wie es dir geht. Also ruf uns bitte, bitte an. Wir lieben dich. Entschuldige, Mama, ich rufe euch gleich an. Versprochen. Danke, dass ich unsere Blackwell-Heldin umschwärmen durfte. Ich vermisse den Klang deiner Stimme. Wir sind sehr stolz. Also nutz es aus. Sag Bescheid, wenn du hierher flüchten willst. Wir lieben dich, Maxine. Okay. Noch irgendwas? Nö. This is disturbing. Yes, I have power, but Nathan is out of control. Wem sagst du das? Der ist mir auch nicht geheuer. Was haben wir hier? I'm such an idiot, Kate. I could have shown this to the principal and busted David. I could have. Das wirklich was bringt? Ich meine, so wirklich hat der Direx uns am Anfang ja auch nicht geglaubt mit Nathan. Das ist ja fast nach hinten losgegangen. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Tja, das wird uns wohl keiner mehr verraten. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. Oh, at least the news didn't mention my name. Yet. Okay. Neuigkeiten aus Arcadia Bay, online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmordversuch auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon. Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Academy wäre heute fast vom Dach des Wohnheims auf dem Campus in ihren Tod gesprungen, mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Augenzeugen. Quellen bestätigen, dass die Schülerin Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den Vorfall auf, der damit endete, dass eine nicht identifizierte Schülerin Marsh beruhigte. Hier klicken für das Video und weitere Details. Na super. Wegen so einem blöden Video ist sie doch erst auf das Dach geklettert. Hoffentlich wird es nicht so viral wie das andere. Hm. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Uh-huh. Liste vermisster Personen Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort der folgenden vermissten Personen haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Ember vermisst seit dem 22.04.2013. Elton Kesey vermisst seit dem 10.11.2001. Melissa Lee Grayson vermisst seit dem 22.03.97. Winston Smith vermisst seit dem 8.06.84. Sunshine Ray, richtiger Name unbekannt, vermisst seit dem 14.12.73. 11 Jahre? 10, 13 Jahre, 4 Jahre und wieder 12 Jahre.
Okay. So richtig die Abstände. Ist zumindest kein Tonus so wirklich drin. Ist interessant, okay. Nicht, dass sie irgendwie alles miteinander gemeinsam haben. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Das ist die gute Frage, ob sie hier in die Schule zurückkommt. Goodbye soon, you're in our heart. Sending love to you, Kate. Hm. Ja, von Mrs. Chase. Bereu's lieber. Mal gucken, ob da wirklich so viel, naja, Nächstenliebe demnächst kommt oder ob das einfach bloß eine Farce ist. Black for Bigfoot's promise to win the next game for you. Ist schon eine schöne Geste. Ich weiß nur nicht, inwieweit das bei ihr die Wunden, naja, verheilen lässt. Hauptsache, sie sind hinterher nicht genauso arschig wie jetzt. Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Nein, dank des Internets bist man sozusagen freiwillig für alle. Made me proud to be at Blackwell. Bravo, Max, bravo. Evan. Ach, das ist doch der, für den wir so schwärmen, wegen seinen Fotos. Eres una chicadura. Kann ich leider nicht übersetzen. Max Power, Epic. Way to make the headlines, Max. Oh Mann. Ja. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Wahrscheinlich, ja. Machen wir die Lampe an, weil wir hier was sehen in unserem kleinen Kapuff hier. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof, and I will use my power to find out why. This has to end. Tja. Ich weiß nicht, so wirklich glücklich sieht sie nicht aus, aber wir kennen ja leider keine ganz alten Bilder von ihr. Hauptsache, sie landet nicht wieder auf dem Dach. Was haben wir hier? Ew. Ah. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks Samuel is a creeper? Ja, stimmt. Der expressionistische Versuch von Nathan Prescott. Meine Güte. You know you're hurting when you don't give a shit about music. Okay, ich kann sie mir auch nur angucken. Gitarre können wir jetzt auch nicht spielen. Jeebus, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Na, und unsere schöne Nachricht an der Wand steht leider immer noch da. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Besser ist es wohl. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Das Kaninchen, muss ich da noch irgendwas machen? Hey, Bunny. Kate will be back soon, and until then, I'll be catering to your every whim. Soll ich das jetzt füttern oder eigentlich nicht? Nicht, dass mir das hinterher, weiß ich nicht, an Überfütterung eingeht. Wie die Pflanze. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. Aber gut, Tiere essen ja eigentlich nur dann, wenn sie Lust haben, ne? Oder? So, was waren das nochmal für Fotos? Jetzt muss ich nochmal reingucken. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir das nicht wieder vermasseln hier. Achso, können wir die Lampe noch ausmachen? Kann das Kaninchen in Ruhe schlafen? Und wir gehen schon mal raus. Boah, ist das dunkel auf dem Flur. Okay, this is scary dark. Let there be... Das ist schon so ein bisschen gruselig. Oh, was steht denn hier? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What a mortal hand or eye could frame the fearful summer try.
Blake. Fuck Kate Marsh. Blake? Blake? Jetzt muss ich kurz überlegen. Blake? Ich komme nicht drauf, wer es war. Symmetry ist doch Symmetrie, oder? Fearful. Symmetry. Angsteinflößende Symmetrie? Tiger. Okay. Ich krieg's nicht übersetzt. Wer es übersetzen kann, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Where the hell are you, Rachel Amber? Tja, wenn wir das wüssten. Vielleicht ist sie selbst eine Zeitreisende. Und wir reisen aneinander vorbei. We wait for Kate. Von Brooke. Ja, hoffentlich, um sie nicht wieder zu drangsalieren. Wherever you go, there I am. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob ich das so prickelnd finden würde. So much hypocrite. I hope you get better soon. Sieht aus wie die Schrift an unserem Board. We miss you. Feel better soon, okay? Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Ja, wer weiß, dass es dafür komische Vorschriften gibt, dass sowas dranhängt. Ist zumindest nicht gerade schön. The end of the world might be coming before your party. Ich staune, dass die Party jetzt echt noch stattfindet nach dem Vorfall. Das ist irgendwie creepy. Ist hier jemand? Oh. Oh, wer war das? Stella war das nicht. Kommen wir jetzt auch nicht drauf. Show is open. Okay. Oh, was haben wir hier? I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Just gotta let go. Das Poster kennen wir auch schon, glaube ich. Kate probably ja. Won't want to look at these posters when she comes back. Ach, Taylor. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Taylor beschuldigen oder trösten? Ich weiß nicht, ob beschuldigen jetzt in der Situation unbedingt das Beste ist. Wir trösten mal. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Oh, wer hat denn da geplappert? Ich sag nix. I won't say a word. I swear to dog. I believe you, Max. Besides Victoria, you're the only one who asked me about my mom in the hospital. That meant a lot to me. I'm my own person too. Let me know if you need anything. Thanks. You're like weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Okay. Ich habe jetzt also eine Information bekommen. Mal gucken, ob wir die, wie wir die anwenden können. Da ist auch wieder Hold to Another Universe. Das haben wir bei Chloe im Zimmer auch schon mal gesehen. Hey Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Nächtliche Panikattacke soll bitte heißen, was?
Ach, ich glaube, ich will das gar nicht wissen. Okay. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Wenn Victoria nicht da ist, dann gehen wir hier mal rein. Flup. Das war das letzte Mal auch schon so, dass wir das getriggert haben, dass wir dann hier rein können. Na. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Dann schauen wir Victoria uns mal is about as straight as me. But she really appreciates style. Okay, was haben wir hier? Natascha? A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Ach. Sie lässt sich ihre Hausaufgaben also schreiben, ja, das gute Stück, aha. Excellent. Gut recherchierter Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. Note A. Victoria Chase. Kunstunterricht von Mark Jefferson. Ja, ist richtig. Mr. Jefferson. Blackwell Academy. 1. Oktober 2013. Aufsatz. Noir und Tag. Expressionistische Fotografie. Von Victoria Chase. Da macht die ihre Hausaufgaben also nicht mehr selber. Faules Stück. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Tja, das denken wir. Die Frage ist, ob es das wirklich auch sein wird. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. $30. Ja, das hätte man ja fast einen neuen für. Victoria's Secret. She's a geek. Das ist eine Figur, oder? Oder ein Sticker. Könnte auch ein Sticker sein oder Trading Card Game. Vielleicht ist es eine heimliche Trading Card Gamerin. Was haben wir hier there noch? Has to be some dirt in here on Victoria. Na dann. Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Von Victoria und Taylor. Hey, Sweetie, was geht? Ich drücke mich gerade vor todlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwer auf verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen wäre? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Es war wie Reality-TV und der Campus war noch nie so still. Als verstecke sich jeder oder habe Angst. Ich fühle mich total bescheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail. Wir trinken auf Kate. Wie? Von Taylor an Victoria. Was für ein Tag. Max und Kate so zu sehen? Ich brauche auch was zu trinken. Welche Uhrzeit? Kuss, Sweet Tea. Okay. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Was gibt's hier Schönes? Von Nathan an Victoria. Das Missstück Max ist schuld an meiner Suspendierung. Ist das zu glauben? Das beschissene Wohnheim, in dem sie mit ihren Selfies spielt, gehört meinem Alten. Meine Eltern sind ausgeflippt und haben mir mit einem Job im Büro meines Alten gedroht. Wie blöd muss er sein, mich als Aushängeschild haben zu wollen? Max Crackfield und Blackwell werden dafür bezahlen. Und die Weltuntergangsparty findet verdammt nochmal statt. Klar? Ciao, Prescott. Und von Victoria an Nathan? What the fuck? Du verarschst mich. So eine Scheiße. Blackwell kann dich auf keinen Fall suspendieren. Ich wusste, Max würde nur Schwierigkeiten machen, als ich sie das erste Mal mit ihren Retro-Kamera Jeffersons Hintern küssen sah. Ist dir aufgefallen, dass alle, die mit ihr rumhängen, Probleme bekommen? Und ja, der Vortex Club wird die Weltuntergangsparty veranstalten. Komme, was wolle. Ich schreibe dir nachher, dann können wir uns zum Pläne-Schmieden treffen. Halt durch. Wie? Naja, so ganz Unrecht haben sie ja nicht, ne? Irgendwie ist immer jemand, der mit mir in Berührung kommt, automatisch in irgendwas verwickelt. Eine Schublade. Here they are getting loaded with Satan. Das ist doch... Naja. Ich weiß nicht, ob die zwei ein Pärchen sind. Passen würden sie auf jeden Fall zusammen, ne? Ach, was war denn hier? Das ist doch das Ding aus der Verpackung. Leuchtet die wirklich?
Ich das Licht ausmache? Ja, die leuchtet, glaube ich. Doch, jetzt hier sieht man es im Spiegel. Das ist ja krass, die leuchtet. Ist das die Figur von dem Foto? Moment. Doch, das ist sie hier. Ich kann der ein Foto machen. Warte, wir brauchen bestimmt eine Lampe, oder? I have to be extra crispy careful, so I don't get caught outside the dorm this late. Ja, ja. Aber ich brauche irgendwo Licht. Kann meiner Licht machen? Licht. Ich brauche Licht. Warum kann ich das nicht fotografieren? Das verstehe ich nicht. Das ist doch das vom Foto, oder? Muss ich erst alles untersuchen? I'll title this one Portrait de la Assholes. Also bitte, Max, dein Jargon. Oh, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Ein bisschen abwesend sieht sie aus, als wenn sie überhaupt nicht wüsste, wo sie ist. Victoria ist natürlich auch noch so nett und zeigt's. Oh Mann. Nett ist das nicht. These socks cost more than my wardrobe. Wer sich's leisten kann. Those boots are made for walking runways. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Not that Victoria couldn't hide her shit. Man, I'm getting paranoid. Ich will diese Figur fotografieren. Warum geht das nicht? Das ist es doch, oder? Hier. Das ist die Figur, die leuchtet. Da. Ah. Ja. Jetzt. Das war wirklich ein Mikromüh hier. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Hauch nur gewesen. Das wird sehr tricky, die Fotos zusammenzukriegen, muss ich feststellen. Das wird ein richtiger Spaß. Dann gehen wir mal wieder raus, bevor sie hier kommt. Keine Lust, dass sie mich erwischt. Der kriegt noch Stress mit ihr. Habe ich auch keine Lust drauf. Ah, dann wollen wir mal. Poster, Poster, Poster. Oh mein Gott. Juliet. Ja, Moment. Waiting for you, Kate. No money, no money. Was steht da? Dot. Dot für Honey. Verstehe ich nicht. Waiting for you, Kate. Ist das jetzt irgendwie der Hashtag oder so? This is both sad and pathetic. Ach, das ist das von Logan. Den Brief haben wir schon ein paar Mal gesehen. Ein bisschen umgucken, wenn wir schon hier drin sind. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. So, was haben wir denn hier? Wir können ja zur Not zurückspulen. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Yep. Gar keine Frage, so ist es. Dana clearly doesn't mind if I peruse her laptop. Werden wir ja gleich sehen. Trevor is a sweetie. Good for Dana. Wo ist meine Maus? Da. Von Trevor an Dana. Hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart das für dich war, Kate fast springen zu sehen. Bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief. Und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich, Trev.
von Dana an Jeff. Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe immer Kate auf dem Dach vor mir und denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, sie zu retten. Und sie sind nicht mal beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Und du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Kuss, Kuss, Dana. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Von Juliet an Dana. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung. Ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht es gut. Von Herzen, Juliet. Dana antwortet. Hey, Juliet, ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin immer noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. Und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Kate verdient etwas Privatsphäre. Zur Abwechslung. Da hat Dana richtig recht. Es ist besser, wir lassen erstmal alles ruhen. Vielleicht erzählt Kate von selbst, wie das alles überhaupt zustande gekommen ist. Ich will nichts übersehen. So, Dana. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Ja. Aber irgendwie sind wir alle dran schuld. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Ja. Das ist Tatsache. So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on. You really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Eine kleine Notlüge, würde ich sagen, ist das? Jetzt heißt es Zeug. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Waiting for you, Kate. Was steht hier noch dran? Stella, Kate just want you to know you're in our thoughts. Naja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Praying for a fast recovery, Kate. Ja. Considering all the crazy shit I've done the past days, sneaking out is nothing. So Chloe is waiting for me in front of the main hall.